Ja, willkommen zurück. Ja. So ganz einig bin ich mir darüber immer noch nicht, wofür wir uns entscheiden werden. Aber ich denke mal, wir bleiben bei den Scoia'tael. Schon alleine, glaube ich, weil der Sultan todtraurig sein würde, wenn wir denen nicht helfen würden. Also, auf geht's. Du bist zurück. Helfen wir ihnen. Frag lieber nicht. Na, das ist auch nicht zu glauben. Wir haben geschworen, dich zu finden. Nerven wie Stahltrossen, der Hurenbock. Ich helfe euch, Jorvet zu befreien. Ach was, der gnädige Herr will Jorvet befreien, den er selbst ins Loch befördert hat? Kommt schon, spart euch das Getue. Ob ihr euch aufplustert oder mit den Zähnen knirscht, ihr braucht den Hexer ja doch. Klar können wir ihn brauchen, falls ihm nicht wieder einfällt, uns reinzulegen. Ihr zieht nach Wergen, höre ich. Sultan, ich schlag dich tot, ich schwör's. Schluss mit dem Getue, habe ich gesagt. Geralt hat denselben Weg. Nehmt mich mit, wenn wir Jorvet befreit haben. Falls Jorvet damit einverstanden ist. Oh ja, ich bin gespannt, was er wählt. Einen zusätzlichen Reisenden nach Wergen? Oder doch lieber Drakenborg? Jorvet hatte einen Plan zur Befreiung der Unsrigen. Doch dann haben sie ihn erwischt. Von der Gefängnisbarke im Hafen hatte ich ihm selbst erzählt. Jetzt halten sie ihn dort gefangen. Zeig uns, dass du auf unserer Seite bist. Hilf uns, die Barke zu befreien. Sehr gut. Ich bin bereit. Wir treffen uns um Mitternacht an der Flussbiegung. Was war eigentlich Jorvets Plan? Alles zu seiner Zeit, Quinblade. Und mach keinen Quatsch. Wir haben dich im Auge. Ich warne Rittersporn. Er sollte nicht in der Stadt bleiben. Du hast das Richtige getan, Geralt. Hoffentlich hast du recht. Das hoffe ich auch. So, die Quest haben wir abgeschlossen. Der Fluss der Geheimnisse, ich glaube, das geht noch weiter. Die Rosedämmerung, warte mal, ich kriege das mal kurz mal alles weg hier. Das haben wir alles durch. Gut, Verdun Rosh, der ist natürlich jetzt weg. Noch mehr aus dem Prolog. So, jetzt haben wir die erstmal weg. Fein. Um Mitternacht an der Flussbiegung. Tja. Ist denn hier der Ausgang? Ach, da. Dann gehen wir doch erstmal in die Richtung, was? Tja, Vernon Roche, das wird wohl nix. Der wird jetzt bestimmt das ganze Spiel über sauer auf uns sein. Ja, wir sind nicht, wobei es hält uns 5 Minuten. Oh, Moment. Ah, nicht wieder. Jetzt können wir Fallen aufstellen, da rennen wir doch mal rein. Wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da hinten. Ja, dann sollten wir uns doch mal hier irgendwie links lang begeben. Bei der nächstmöglichen Gelegenheit. So, jetzt glaube ich, sind wir so halbwegs richtig. Da hinten treffen wir uns. Ja, guck mal, da hinten stehen sie schon. So viel zu Mitternacht. Ich glaube, wir sollten uns vorbereiten. Tränke einnehmen. Nö, den brauchen wir, glaube ich, nicht. Den Kiebitz
Der ist irgendwie merklich. Die Krähe, mehr Schaden. Die Manguste, nö. Die Schwalbe aber. Und den Waldkrauts. Soweit, so gut. Und jetzt war hier doch noch ein Ort der Macht. Ich habe ihn doch gehört. Zack. Da ist noch einer. Zack. So, jetzt sollten wir mal gut vorbereitet sein. Und wir können doch was machen. Die Aufwertungen. Mehr Schaden für das Stahlschwert. Das werden wir wahrscheinlich brauchen. Da kriegen wir nichts drauf. Dann nehmen wir Falkas Blut. So. Da bin ich. Na endlich! Sind alle bereit? Was ist euer Plan? Wir teilen unsere Krieger auf. Du schlägst von der Anlegestelle her zu, wir vom Fluss her. Ich dachte immer, Zwerge können nicht schwimmen. Darum nehmen wir ein Boot. Gehen wir. Und trennen uns dann bei den Klippen. Frag lieber nicht. Das Leben ist beschissen. Gehen wir alle zusammen? Ach, ihr lauft mir hinterher. Na dann. Lasst mich mal kurz auf die Karte schauen. Sieht aus, als müssten wir hier links lang. Oh, da war noch eins. Hier ist doch. Ach, jetzt wollt ihr wieder vorrennen. Ihr euren Drängler, ihr geht weg. Ich zuerst. Los. Aua! Aua, aua! Es fängt ja schon. Oh, na warte. Die kümmern sich da unten drin. Ich kümmere mich um die. So, seid ihr da unten noch nicht fertig? Na, das funktioniert doch super. Macht mal nicht so schnell, hier gibt's vielleicht noch was zum Einsammeln. Bis wir wieder überladen sind. So. Ach, ich hab gesagt, nicht drängeln. So, ich glaube, es geht los. Oder auch nicht. Hab bloß nachgeladen. Dann sind die nächsten. Hallo. Na, Leute, ihr müsst da schon mitmachen. Oder soll ich die jetzt wirklich alle alleine platt machen? Ist ja furchtbar. Ihr seid keine große Hilfe. Nein. Ihr seid wirklich keine große Hilfe. So, wir sind gleich da. Noch was mitnehmen. Ja, klimme die Klippen. Roche. Wohin fahren Sie? Keine Ahnung. Hauptsache, Sie stören uns nicht. Enved führt euch zum Anleger. Na dann führe. Moment, da steht, ich soll sie dahin führen. Die können sich auch nicht entscheiden, ne?
Wo kommen denn die ganzen Soldaten her? Die hat wohl jemand gewarnt. Wir müssen die andere Abteilung warnen. Scoia'tael! Zu spät. Wir schlagen zu. Ach ja, dass das wieder alles schief läuft, war ja wie klar. So, wie kommen wir denn hier runter? Da. Besiege die Wachen. Hallo Wachen. Ey. Wieder schon ganz gut hier. So, wir haben sie besiegt. Moment. Der Geralt muss erst einsammeln. Macht nicht so schnell. Geralt das Klauschwein. Eindeutig Raubmord. So, da ist noch jemand. So, das sind alle keine große Hilfe hier. Gehen Sie einfach mal weg. So, ist auch weg. Na, schafft ihr das da hinten auch mal? Ich sammle hier zwischen mal. Müsst ihr schon durchlassen. Aber wenn ihr nicht wollt, sammle ich weiter. So, jetzt mal Schiff dann. Na, darf ich einsammeln? Bestimmt gleich wieder überladen. Würde mich nicht wundern. So. Ach ja. Da ist es schon. Moment, da müssen wir noch was wegschmeißen. So viele Kurzschwerter. Weg. Weg. Dass ich einfach mit der Entferntaste. So, sind wir etwas leichter. Wir müssen zur Jorbe. Der war doch. Illyren! Ein Geklicke. Was? Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn Urlaub. Aus? Ich danke dir, Geralt. Ich wusste, dass du mit denen paktierst, Mutant. Fühlst dich wohl als Held, nicht wahr? Legt ihr ab! Verbrenne ich diese Huren bei lebendigem Leibe! Wir segeln. Unsere Frauen sind bereit zu sterben. Ich werde das nicht zulassen. Und wieder Deune. Tja, so viel zu unserer Mitfahrgelegenheit. Tu mir bitte nichts. Na dann, lasst mich durch. Hexer, rette die Elfinnen!
Kommandant Loredo hat den Verstand verloren. Er verbrennt sie bei lebendigem Leibe. Pest und Cholera. Der Hexer tut das Richtige. Aua, warum haut ihr mich dann? Auf mich zu hauen. Tür auf. Tür auf. Jetzt. Ja, waren wir doch schon mal. Da war es noch nicht ganz so warm hier drin. Wo ist Loredo? Geflohen. Gwynplaine! Loredo holt Verstärkung! Wir segeln los! Unter uns brennt der Turm. Wir müssen springen. Geht nicht! Wir sind gefesselt! Hilfe! Ja, das lässt sich ja ändern. Eins. Zwei. Schneller, schneller, schneller. Drei. So. Ui. Au, au, ouchi, ouch. Oh, da waren wir zu langsam, wa? Verdammt. Das haben wir ja nicht gespeichert, oder? Beim Befreien. So, mal gucken, wo wir rauskommen. Ach, wieder hier oben. Ja, okay. War super. Ja, die Speicherpunkte sind echt genial gewählt. Okay, dann nochmal. So, zu viel Sammeln brauchen wir nicht. Schrott dabei. Ey. Ey, ey. Gut, diesmal dran denken, nachdem wir Jorvik befreit haben, speichern. So, weiter geht's. Los, dicker Wachsoldat, geh weg! So, und weiter! Level aufgestiegen. So. Ich mach dich platt. Okay, dann sind sie beide weg. Die hier unten sind schon alle tot, wie es aussieht. So. Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Immer noch Urlaub. Ich danke dir, Geralt. So. Ich wusste, dass du mit denen paktierst, Mutant. Fühlst dich wohl als Held, nicht wahr? Legt ihr ab! Verbrenne ich diese Huren bei lebendigem Leibe! Wir segeln. Unsere Frauen sind bereit zu sterben. Ich werde das nicht zulassen.
Chloe der Däune. Echt mal. So, jetzt rennen wir erstmal wieder vor. Und dann speichern wir einmal, bevor wir nichts. Da hochklettern. Platz! Ey, Platz, habe ich gesagt. Rette die Elfinnen! Kommandant, ja, dabei. Du hast den Verstand verloren. Kennst du den Verbrennt sie bei dem Leibe? Pest und Cholera! Der Hitcher tut das Richtige! Na, ich hol gleich den Besen raus, wenn ihr mit Schaufeln rumgehantiert. So, wegstecken. Speichern. Ach, wir können das Spiel jetzt nicht speichern. Können wir jetzt hier drinnen einmal speichern? Ja, jetzt. So, schnell hoch. Levelaufstieg können wir später machen. Wo ist Loredo? Geflohen. Denk ich runter, Klettern. Nein, was klettert sogar wieder runter? Hol Verstärkung! Wir segeln los! Unter uns brennt der Turm. Wir müssen springen. Geht nicht! Wir sind gefesselt! Hilfe! So, gucken wir mal. Außer, dass wir gerade abbrennen und wahrscheinlich... Naja, jetzt haben wir aufgehört zu brennen. Okay. Einmal. Zweimal. Und dreimal. So, jetzt raus hier. Raus. Diesmal hat's geklappt. Loredo ist entwischt. Der kommt nicht weit. Wenn ihn nicht ein Einheimischer erledigt, dann jemand anders. Es spielt keine Rolle. Du hast unsere Frauen gerettet. Wir stehen in deiner Schuld. Hilf mir, den Königsmörder und Triss zu finden. Dann sind wir quitt. Auf nach Vergen. Wir legen ab. Konnte Vernon Roche ungehindert ablegen? Ihm fehlt nichts. Wir haben ein bisschen geplaudert, stell dir vor. Aber es sollte dir klar sein. Er konnte nur ziehen, weil ich es zugelassen habe. Ja, natürlich. Oh. Muss ich mit dem hier spielen? Temerische Spezialverbände, nach dem ersten Nilfgaard-Krieg von Foltest zur Bekämpfung der Skoyatell aufgestellt. Veteranen, Fachleute, die Besten der Besten. Es ist aus, Roche. Siehst du diese Schilde? Mir fehlen nur noch die temerischen Lilien. Ich habe die Anführer aller Spezialverbände im Norden besiegt. Jetzt kann ich die Skoyatell einen. Bringen wir es hinter uns. Ich werde dich nicht umbringen, Roche. Enseide töten nicht die letzten Vertreter einer aussterbenden Gattung. Leb weiter und vergiss nie, wer dich besiegt hat, denn ich kann es ein zweites Mal tun. War fail, Vernon Roche. Du machst einen Fehler, Jorvet. Ich werde dich finden. Wir segeln los! Aha.
Geschafft. Das ist erst der Anfang. Ich bin froh, dich auf der richtigen Seite zu wissen. Deine Gewissheit hätte ich gern.